Gut, Sie haben es mitbekommen, es gilt jetzt Homeoffice-Pflicht. Und bevor Sie jetzt wieder sagen, diesen Bärse im Fernsehen, den kann ich nicht ernst nehmen, ich gebe Ihnen ein paar Tipps für diese Zeit. Sie müssen schon sehen, Sie können anziehen, was Sie wollen. Ja, Ihren Pflanzen in der Stube, es ist wahrscheinlich scheißegal, ob Sie jeden Tag die gleichen grusigen Trainerhosen anhaben. Ein wichtiger Punkt, das sind die Videokonferenzen oder Zoom-Calls. Wenn Sie pupsen müssen, weil Sie das in Ihrer Stube halt immer so machen, dann schalten Sie unbedingt immer das Mikrofon aus. Wenn Sie während einem Meeting lieber pennen wollen, weil Sie verkatert sind oder bis in die Nacht hinein genetflixt haben, vergessen Sie niemals, die Kamera auszuschalten. Das BAG empfiehlt außerdem, nicht den ganzen Tag irgendwelche Snacks oder Süßigkeiten reinzufressen. Eine weitere Empfehlung, das heißt ab und zu duschen. Sie müssen schon sehen, den Satz, ich stinke muss es, werden die anderen Personen und Tiere in Ihrer Wohnung nicht als Ihre Homeoffice-Philosophie akzeptieren. Mittagsschläfli, Sie sind prinzipiell erlaubt, bitte schauen Sie einfach, dass Sie dann nicht aussehen wie ein Penner, wenn Sie wieder in die Videokonferenz gehen. Sinnlos zum Kühlschrank laufen, öffnen und wieder schließen, es ist ebenfalls erlaubt. Im Namen des Bundesrats wünsche ich Ihnen gutes Gelingen, ganz nach dem Motto, wie ich die Leute im Job vermisse, merke ich erst im Homeoffice. Danke, danke schön, danke vielmals. Ja Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das war natürlich nur ein kleiner Scherz, aber ich möchte dir jetzt wirklich ein paar Tipps geben zum Thema Homeoffice. Falls du jetzt gerade im Homeoffice bist oder demnächst vielleicht im Homeoffice landest, hier ein paar wirkliche Tipps. Natürlich, die anderen Tipps waren auch super, aber noch ein paar ernst gemeinte Tipps. Let's go. Und zwar Tipp Nummer 1 für dich. Schaff dir ein Umfeld, in dem du dich gut konzentrieren kannst. Das heißt, nicht irgendwo, wo dich etwas ablenkt oder sehr schnell dann irgendwie plötzlich die Kinder reinkommen, wenn es möglich ist. Ne? Also ein extra Raum zum Beispiel. Vielleicht nicht in der gewohnten Umgebung, wo du normalerweise die ganze Zeit nur chillst. Also wenn du es möglich hast, irgendwie einen Raum zu schaffen, der dann nur fürs Arbeiten ist, das wäre optimal. Denn dann gehst du wirklich auch in diesen Raum zum Arbeiten, gehst wieder dort raus und hast dann wirklich auch frei. Und das dient einerseits natürlich der Erholung, aber andererseits auch dem, dass du dich einfach viel besser auf die Arbeit konzentrieren kannst und auch bei der Arbeit wirklich bei der Arbeit bist. Punkt Nummer 2. Schaff dir eine Struktur. Und zwar für den ganzen Tag. Vielleicht bist du nicht an die übliche Struktur gebunden, die du sonst in deinem Job hast. Aber um effektiv zu arbeiten, brauchst du eine Struktur. Das heißt, setz dir eine völlig neue Struktur, in die du dich langsam einarbeitest und halte nicht an der alten fest. Je nachdem, wie lange du jetzt im Homeoffice bist, solltest du daran arbeiten, dass du diese Struktur halt auch lange durchhalten kannst. Und das hilft dir einfach ungemein, dich mehr ins Homeoffice und in die Arbeit zu Hause einzufinden. Punkt Nummer 3. Vielleicht hast du nicht den perfekten Bürostuhl oder sonst irgendwas, aber du hast jetzt einen ganz großen Vorteil, du kannst jetzt mobiles Sitzen machen. Das heißt, alle paar Minuten setzt du dich irgendwie anders hin oder stehst mal auf oder läufst irgendwie durch die Gegend. Und das ist einfach richtig, richtig super, weil es ist super gesund für dich, viel, viel besser für deinen Rücken, deinen Körper. Und die Kollegen im Büro gucken dich nicht komisch an, wenn du das machst. Und natürlich hast du vielleicht nicht die optimale Einrichtung, um bei dir Homeoffice machen zu können, um lange an einem Schreibtisch zu sitzen. Aber seien wir mal ehrlich, die meisten Büros haben das meistens auch nicht. Und jetzt kannst du einfach super gut das mobile Sitzen in deinen Alltag, Arbeitsalltag integrieren und hast auch noch später was davon. Wenn du dir das einmal angewöhnt hast, dann kannst du davon lange profitieren und das ist einfach super, super gut. Nummer 4, Bewegung. Auch wenn du jetzt zu Hause bist, ne, versuch möglichst viel dich zwischendurch zu bewegen. Wenn du die Möglichkeit hast beim Telefonieren, zum Beispiel ein bisschen rumzulaufen oder so, dann nutze das unbedingt, weil jede Bewegung ist jetzt im Lockdown für uns wichtig und wir bewegen uns alle zu wenig. Wir haben nicht mehr den Arbeitsweg, wir haben nicht mehr die Stufen, die wir vielleicht die Treppe hochgehen müssen irgendwo und das ist einfach super wichtig, dass du dich zwischendurch trotzdem genug bewegst, damit dein Aktivitätsumsatz gleich hoch bleibt und du nicht unnötig irgendwie die ganze Zeit nur isst und zunimmst, sondern dich halt auch noch bewegst. Und das ist einfach
super easy im Homeoffice. Niemand wird dich da irgendwie doof angucken, wie wenn du mal öfter mal aufstehst und dich bewegst. Nutz das unbedingt. Denk an die Bewegung. Und der allerletzte Punkt für dich im Homeoffice ist Pausen einbauen. Du bist ja gewohnt, eine Mittagspause zu haben oder eine Frühstückspause oder whatever. Und man neigt eher dazu, im Homeoffice die ganze Zeit durchzuackern. Es ist aber wichtig, dass du dir auch Pausen nimmst. Deswegen halte deine Pausen ein. Und da sind wir bei dem Punkt Struktur. Bau auch wirklich diese Pausen ein. Geh vielleicht mal raus. Geh irgendwie in die Küche. Mach dir einen Kaffee was und so weiter. Ne? Mach dir einfach Pausen und arbeite dich nicht verrückt. Also mach wirklich auch deine geregelten Pausen und neig nicht dazu, einfach durchzuziehen wie so ein Blöder. Und dann wird es dir auch im Homeoffice gut gehen. Ja, auch euch wünsche ich trotzdem, egal was für Umstände ihr gerade habt, dass es euch allen gut geht und dass ihr eine gute Zeit habt, auch im Homeoffice. Würde mich sehr freuen, wenn du mir ein Abo dalässt, falls dir ja irgendein Tipp weitergeholfen habt. Gib mir einen Daumen nach oben und lass es mich gerne wissen, wenn du irgendwelche Fragen hast. Schreib es in die Kommentare. Wir hören uns in dem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und ciao.